Willkommen. Heute mal zu einem anderen kleinen Movie. Hier seht ihr mein, ja, ich sag mal, doch relativ neues Objekt, und zwar ein Emaille-Bild, wo verschiedene Effekte mit eingeflossen sind. Zum einen halt ist es ein Schwarzlichtobjekt oder Bild, zum anderen eben ja, ein einfaches Emaillebild. Bei Tageslicht sieht man von den Effekten eigentlich überhaupt nichts. Bei Dunkelheit, ich mache jetzt mal ein bisschen die Kerze im Schatten, oder beziehungsweise versuche ich mal, dass es dunkler wird. Man kann sich es in etwa vorstellen. Leider, die Kamera, die ich jetzt gerade nutze, ist an ihren Grenzen angekommen. Aber was ihr jetzt hier seht, beispielsweise, sieht dann bei Licht dunkel aus. Das gleiche gibt es jetzt mal, nicht erschrecken, es gibt gleich einen kleinen Knall. Okay. Wir nehmen mal das Ganze von da ins Licht. Und ihr seht jetzt, ja, was seht ihr? Eigentlich im ersten Moment keine große, ja, leuchtende Farbe, sondern im Endeffekt ist es farblos. Jetzt gehen wir mal leicht ins Schwarzlicht hinein und ihr seht den Effekt. Davon, wie gesagt, gibt es ganz unterschiedliche Objekte von mir. Einerseits aus Emaille, andererseits eben mit Metall oder Treibholz. Ganz unterschiedliche Motive. Und wer Interesse hat, kann diese käuflich erwerben. Schreibt eine Mail unter www.metallromantik.de oder eben schaut im Internet nach. In Kürze baue ich einen Shop auf, beziehungsweise gibt es dann einige Exemplare sowohl in Ausstellungen wie eben auch in verschiedenen anderen Räumlichkeiten zu sehen. Gut, das soll ja nun mal ein ganz kleiner Einblick sein von dem, was man mit verschiedenen Effekten erzielen kann, beziehungsweise demnächst kommt auch noch eine Mechanik mit hinein. Es sind noch ein paar kleine nette Spielereien geplant. Soweit so gut. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Weitere Videos über meinen Reisen beziehungsweise mit Tipps und Informationen von Dubai, Seychellen, Malta, Indien. Ja, bis dann. Ciao.